Selbstständigkeit in 60 Sekunden, heute mit? Ich bin Helena von Frau Dr. Schneiders Grilled Cheese Wonderland und ich mache Grilled Cheese Sandwiches. Wie bist du dazu gekommen? Gute Frage. Ich bin Köchin, insofern war der Schritt jetzt eigentlich nicht so riesig groß. Ich habe irgendwann, glaube ich, gemerkt, dass ich mich selbstständig machen muss. Und das traf gerade so zusammen mit dem Anfang dieser Streetfood-Welle in Deutschland oder in Hamburg. Und ich kannte halt Grilled Cheese Sandwiches aus dem Ausland. Das gibt's ja überall auf dieser Welt, nur hier nicht. Und dann war es irgendwie so ein bisschen das Naheliegendste und das finanziell Niedrigschwelligste, um das mal so auszudrücken. Du hast gesagt, du hast das Gefühl gehabt, dass du dich selbstständig machen musst. Warum? Ja. Weil ich einfach in ein paar Anstellungsverhältnissen davor war ich einfach immer frustriert. Irgendwie habe ich so gemerkt, dass ich immer mehr investiere, als ich müsste oder sollte oder halt irgendwie, dass mir meine Arbeit oder das Unternehmen wichtiger ist als gefühlt als dem Chef oder dem Inhaber oder so. Und dann, es kann ja nur frustrieren irgendwie, ne? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dann hast du gesagt, was meinst du mit, dass es das finanziell niedrigschwelligste war? Ich habe ja 2015 schon angefangen mit einem Foodtruck. Und genau, das war halt einfach irgendwie am überschaubarsten sozusagen das Investment. Ne? Und nicht jetzt irgendwie, wenn man mal versucht hat, in Hamburg eine Ladenfläche oder eine Gewerbefläche zu finden, für die man keinen Abstand zahlen muss und was weiß ich was. Genau, deswegen war das. Und wie hast du denn ganz konkret angefangen? Also tatsächlich habe ich angefangen erstmal mit einem Stand, den habe ich mir selbst gebaut, aus Biertischen und so. Das war ein riesen Theater immer vor den Veranstaltungen, das alles. Ich hatte ja nur einen PKW, ne, das alles da rein zu bauen und dann wieder rauszunehmen, aufzubauen. Dann war natürlich immer spätestens eine halbe Stunde vor dem Abbau hat es geregnet und dann. Also es war relativ mühsam, so ungefähr. Und dann habe ich halt irgendwie so gedacht, so, entweder ich mache das jetzt weiter, dann muss ich es anständig machen oder ich mache was anderes. Und wenn ich weitermachen will, wie gesagt, dann irgendwie anständig. Und dann habe ich angefangen, nach einem Foodtruck zu gucken, weil ich gar nicht überschaut habe, ob ich mir das irgendwie leisten könnte oder so. Und habe ich mal bei eBay Kleinanzeigen geguckt und zack, stand das Auto da. Perfekt. Das heißt aber, du hast erstmal mit Biertischen und so angefangen, um zu gucken, ob Grilled Cheese eigentlich ankommt und ob das funktioniert? Nein. Also ich hab wie gesagt, ganz lange im Ausland gelebt und bin dann, als ich wieder nach Hamburg gekommen bin, habe ich in einem Laden in Hamburg gearbeitet, in der Luncheonette, das war in Ottensen. Und da, das war halt so ein Brooklyn-Style-Deli, da gab es eben Grilled Cheese Sandwiches. Und daraus hat sich das dann so ein bisschen weiterentwickelt. Also ich kannte das Produkt eh schon und habe mich auch schon immer gefragt, warum es das hier nicht gibt und so. Aber das war halt irgendwie so. Ja, daraus ist so ein bisschen entstanden und irgendwie bin ich dann dabei geblieben, weil ich auch dachte, es ist relativ optimal zum auf die Hand essen. Ja, cool. Und wie hast du dann deine ersten Kunden bekommen? Oder die ersten Stände? Wie hast du dann mit dem Foodtruck, wie hast du dann weitergemacht? Gute Frage. Also ich wurde eigentlich, wie war denn das? Also ich habe halt ganz am Anfang habe ich die Marktzeit gemacht, das gab es früher noch. Das war ja vor der Rindermarkthalle. Erst halt mit dem Stand und dann halt, ne, mit dem Foodtruck und dann habe ich mich so ein bisschen erkundigt, was man denn tun muss, um auf Festivals und so einen Platz zu kriegen und das hat sich das irgendwie so verselbstständigt. Ne? Und ab wann hast du dann den vollständigen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht? Sofort. Okay. Also von Minute eins. Okay. Und dann, ab wann wusstest du davon oder hattest du ein Gefühl davon, dass du davon leben kannst? Habe ich immer noch nicht, ehrlich gesagt. Also ich kann davon tatsächlich seit Minute eins leben. Aber gerade wenn man so ein bisschen hoppla hopp und irgendwie nicht wahnsinnig geplant und mit Businessplan und Riesenkonzept auf Jahre im Voraus sich selbstständig macht, dann glaube ich, bleibt immer so eine Unsicherheit. Reicht's denn wirklich und so? Und gerade das mit dem Foodtruck ist ja auch sehr ein Saisongeschäft. Also am Anfang habe ich noch im Winter Kochkurse gegeben und so. Einfach weil ich nicht wusste, ob das, was ich im Sommer eingenommen habe, halt über den Winter reicht quasi. Aber im Endeffekt hätte ich mir den Kopf nicht machen müssen. Das klingt ja ganz gut. Was sind denn so die, also ich stelle mir vor, so einen Foodtruck zu machen, hat schon auch echt sehr, sehr viele schöne Momente, oder? Ja, ja? Auf jeden Fall. Erzähl mal, gibt es noch was raussticht? Ach, wenn jetzt irgendwie, wenn man auf einem Festival steht und die Leute platzen fast vor Freude, weil sie
letztes Jahr auf demselben Festival schon was bei dir gegessen haben und so. Oder wenn man sonst wo unterwegs ist und die, dann stehen Leute vor dir, die sagen, weißt du, wann ich dich das letzte Mal gesehen habe? Das war auf dem Dockville 2016, nachts um 2 und du hast mir das Leben gerettet, so ungefähr, weil ich so betrunken war. Das ist schon schön, ne? Oder auch generell, also ich meine, ich habe zum Teil Stammgäste, die habe ich eben tatsächlich schon seit 2015, 2016 und die kommen immer wieder, regelmäßig oder unregelmäßig. Ein schöneres Kompliment gibt es eigentlich nicht, oder? Nee, klar, das ist total super. Aber es gibt bestimmt auch Schwierigkeiten, oder? Du hast schon ein bisschen von der Nichtplanbarkeit gesprochen oder dass es nicht so arg planbar ist. Was war für dich denn so bisher die schwierigste Zeit? Ja, seit 2020 würde ich sagen, ne? Also eben weil ich ja hauptsächlich immer Großveranstaltungen, Großevents gemacht habe, das fiel halt 2020 alles aus, ne? Da hatte ich einen Umsatzeinbruch von 98%. Und wie bist du damit umgegangen? Ich habe, also ganz am Anfang, das war auch irgendwie ja schön, also halt im März, ne, in diesem ersten Lockdown war es ja irgendwie ganz schön in Hamburg, weil es irgendwie so einen Spirit gab, habe ich das Gefühl, wo alle sich was ausgedacht haben, was sie irgendwie machen können. Ich habe so Sandwich-Kits für zu Hause zum Fertigbraten, nachts irgendwie einen Online-Shop gebastelt für das und so und habe die dann halt am nächsten Tag immer mit dem Foodtruck ausgefahren. Was natürlich auch nur ging, weil sowieso alle zu Hause waren und weil kein Verkehr war und so. Und dann, als dann immer mehr Veranstaltungen für den Sommer abgesagt wurden, habe ich dann irgendwann gesagt, komm, jetzt mach ich was ganz anderes. Also ich kann jetzt nicht drauf warten, bis dann wirklich alles abgesagt ist. Und dann habe ich auf einem Biohof gearbeitet für ein halbes Jahr. Also eigentlich war es nur gedacht für einen Monat oder so. Und dann hat es aber irgendwie so Spaß gemacht. Und es war ja auch nicht abzusehen, dass man irgendwas wieder machen kann. Und habe ich das gemacht. Das war auch eine schöne Erfahrung. Cool. Und jetzt bist du aber wieder zurück beim Foodtruck? Ja, genau. Also das habe ich nur den Sommer 2020 gemacht. 2021 war dann auch schon sehr schwierig mit Foodtruck, aber da habe ich noch ein Pop-up gemacht für 3 Monate in Hamburg. Und dann habe ich ja letztes Jahr im April einen Laden aufgemacht, zusätzlich noch. Also ich mache deutlich weniger Events mit dem Truck. Ein bisschen mehr Catering und so und habe dann noch den Laden. Okay. Und woher kam die Idee dann mit dem Laden? War das auch einfach so ein natürlicher Schritt? Ja, die hatte ich schon länger. Aber ich habe immer mit einem Auge gesucht, so ungefähr. Aber wenn mir dann irgendwie jemand was vorgeschlagen hat oder gesagt hat, guck mal, das und das steht leer und so, war es halt immer Mitte Juli oder so. Und ich war so, ich habe gerade keine Zeit für sowas. Und eben auch ein bisschen durch Corona hatte man ja schon dann ein bisschen mehr Zeit, eben einfach viel weniger Veranstaltungen stattfanden. Und was hat dir denn die mentale Stärke gegeben, diese schwierige Zeit durchzustehen? Ich stelle mir das wirklich schwer vor, wenn du sagst so, okay, ich weiß eigentlich gar nicht, also auf einmal der Lockdown, alles bricht eigentlich weg, 98% Umsatzeinbruch. Wie gehst du damit um? Ich glaube, ich habe mich einfach abgelenkt, hart abgelenkt, dadurch, dass ich was ganz anderes gemacht habe. Und das war halt auch, also dieser Biohof war zwischen Bremen und Hannover ungefähr. Und deswegen war man auch so, auch räumlich davon relativ weit weg irgendwie, ne? Also ich meine, natürlich haben wir das da auch gemerkt und haben uns auch so in Gruppen isoliert, dass nicht wenn dann das ganze Team ausfällt und so. Aber das ging eigentlich. Ich glaube, ich habe es erst so richtig gemerkt, als ich dann wieder hier war, so im November irgendwie. Und da ist mir auch richtig Decke auf den Kopf gefallen. Da habe ich auch gedacht, was ist denn mit den, was, wie machen das denn die Leute, die schon seit März zu Hause sitzen? Da wäre ich, glaube ich, ausgerastet. Was würdest du anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein, man muss dafür gemacht sein, oder nicht? Ich glaube, es kann nicht jeder selbstständig sein. Und es ist, man gibt auch sehr viel auf, weil man halt nie abschalten kann, ne? So, man ist immer, man muss irgendwie immer on sein und auch, es mag Leute geben, die sich das besser für sich selber organisieren können als ich, dass man dann irgendwie sagt, ab 19.30 Uhr beantworte ich keine E-Mail mehr und gehe nicht mehr ans Telefon. Aber gerade in der Gastro ist es natürlich auch so, dass das Wochenende nicht wirklich existiert. So. Also ich habe zwar auch 1,5 freie Tage die Woche, aber da mache ich auch immer irgendwas so für Arbeit. Was jetzt natürlich anders wäre, wenn man das Wochenende frei hat, weil sonntags kriegt man keine E-Mail, ruft auch niemand an und so. Insofern würde ich sagen, man muss das schon wollen, ne? Man muss sich dessen bewusst sein, dass das eben, dass nicht jeder dafür gemacht ist vielleicht. Und wer ist dafür gemacht? Was braucht man dafür? Ich glaube, man muss aus einem gewissen Holz gemacht sein, geschnitzt sein
und man muss das wollen. Also und irgendwie so, weil ich so am Anfang gesagt habe, ich habe irgendwann gemerkt, ich muss mich selbstständig machen. Für mich war das gar keine Wahl. Also ich hatte davor auch ein bisschen Angst und wusste nicht, wie das läuft und ob ich mir das so richtig zutraue. Aber irgendwie war, es geht eigentlich nur da lang. Also weil eine andere Anstellung will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Dann ist es jetzt eben das so, ne? Mega cool. Es geht, der Weg geht nur nach vorne. Ja. Zurück gibt's halt nicht. Ja, ja, nee, das verstehe ich. Und hast du, wie geht's für dich weiter? Wo möchtest du gerne mal hin? Ach, wenn ich jetzt so ein Mensch wäre, der ans Visualisieren glauben würde, ne, dann würde ich ja sagen, ich hätte gerne noch einen Laden in Berlin und noch einen in Hamburg. Man muss dafür dann natürlich auch immer irgendwo Abstriche machen und weil ich halt eben auch das alleine mache. Also viele von meinen Kollegen haben halt irgendwie Geschäftspartner und so. Da kann man eh oder muss man eh schon immer was delegieren und so. Oder hat eine geteilte Verantwortung. Aber weil ich das jetzt halt seit fast 10 Jahren alleine mache, vielleicht fällt mir das mal ein bisschen schwer. Oder würde mir das schwer fallen, weil man dann ja gar nicht mehr alles machen kann. Man kann ja nicht mehr man kann es nicht mehr alleine. Ich habe ja auch jetzt schon Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und es passiert ja auch ohne mich und es läuft auch gut ohne mich und so. Und gar nicht so, dass ich nicht abgeben kann oder will. Aber wenn man dann wirklich irgendwas so ganz sagen muss, okay, da kümmert sich jetzt diese Person drum und trotzdem steht dann mein Name drauf, das muss ich noch lernen. Nächster Schritt. Aber auch da merkt man, der Weg geht nur nach vorne. Du hast also schon die Ideen im Kopf. Ne? Ja. Naja, ich habe irgendwie immer das Gefühl, es ist so viel Potenzial vorhanden bei meiner Marke irgendwie auch. Es wäre irgendwie auch Verschwendung. Ne? 100%. Ist witzig, dass du das sagst, weil ich sehe das auch so. Irgendwann kommt es so, irgendwann ist so ein bisschen das Gefühl auch, okay, ich habe jetzt schon was aufgebaut und damit kommt auch eine gewisse Verantwortung einher. Ist spannend. Ja, glaube ich auch. Ja, cool. Herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Danke.